Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eastside vs. Westside, dem Challenge-Projekt auf YouTube und natürlich auch auf Twitch jeden Montag, ja. Und ich bin natürlich nicht allein, nein, der Herr Richter und der Uwe sind auch dabei. Hallöchen. Hallo, servus. So, mein Lieben, und wir sind natürlich wieder am Start, ne? Ich fahre jetzt gerade raus auf dem Acker, mach erstmal ein bisschen Dünger, ne? Dann die Bodenbearbeitung und dann geht es natürlich weiter. Euch viel Spaß bei der heutigen Folge, ja. So, ich mache gerade mal Rundrufe in den Funk. Jungs, hört ihr mich? Ja. Rundruf zurück, ja. Perfekt. Jungs, ich habe mir gerade mal so ein bisschen was durch den Kopf gehen lassen. Herr Richter, ne? Achso, Herr Richter, können wir so bei, also können wir uns aufs Du einigen? Ja, ich bitte drum. Ah, wunderbar, ich bin der Harry. Ich bin der Bernd. Wunderbar. Bernd, Uwe, passt auf, ich habe eine Idee. Und zwar folgendes. Uwe, ich hatte ja vor uns schon mit dir gesprochen, ne, wegen dem Kredit. Ja. Pass auf, ich habe mir was Neues überlegt. Wir nehmen keine 500k Kredit, sondern bloß 250 oder 300k Kredit. Besser. Kaufen das Feld hinten gleich bei uns. Ja. Numero, was steht denn da? Numero 4. Genau. Und pachten uns hier nebenan bei der 28 oben gleich die 12 mit. 12. Haben wir kurze Wege. 12, okay. Ja. Die ist halt, ja, die ist. Die ist halt auch schon ready und holla die Waldfee, ne? Ja, kriege ich einen zweiten Drescher. So. Und einen zweiten Uwe. Ne, pass auf, deswegen, ich bin ja gerade am überlegen, im Sinne vom Drescher. Im Sinne vom Mähdrescher, wir bekommen ja für unseren noch so die 21.000. Na? So. Und man müsste schauen, ob wir nicht. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Ob wir nicht sagen, wir nehmen einen Class Dominator. Class Dominator. Class ist doch der gleiche Hersteller wie der eine neue Traktor da, oder? Ja, oder was denke ich mal noch besser ist, warte mal, der hat so, warte, ich muss kurz gucken. Wir haben, wie viel Arbeitsbreite haben wir jetzt? Alles gut, ich weiß schon, 8,5. Ne, 8,5 Meter hat der. 8,5 Meter hat der. Okay. Problem ist, ich bin gerade am überlegen. Sowas Größeres wird schwierig. Sowas Größeres wird schwierig. Oder wir holen uns noch so ein International. Wer sollte denn fahren? Dass mir die Felder zu zweit dreschen. Ich glaube nicht, dass wir da einen Vorteil draus haben. Glaube ich nicht, weil wir haben mehr Zeit für die Felder vorzubereiten, zu dreschen. Ist richtig, aber wenn die Felder reif sind, die rennen uns ja nicht weg. Weißt du? Boah, ich hätte doch eine Idee. Was denn? Die nächste andere Saison, vielleicht kriegen wir einen Vorführer. Dann sind wir fertig und geben wieder ab. Ja, aber und was bringt uns das? Dass wir zu zweit dreschen können. Ja, aber da sind wir bei der Thematik, die du gerade sagtest. Ja, aber den müssen wir den nicht kaufen. Ja, aber wenn es uns ja gar keinen Vorteil bringt. Ja gut, aber irgendwann sind wenn die Felder nacheinander reif werden. Ja, das macht ja nichts. Wir kommen ja. Ja, aber wenn wir aber zwei gleichzeitig reife Felder haben, ja. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, dann kommen wir ja hinterher. Wir haben ja immer bloß die Probleme. Na gut, was hieß Probleme? Sind sie eigentlich auch nicht. Wir bekommen das ja ruckzuck fertig in dem Sinne. Weil du ziehst ja durch. Du ziehst ja durch mit dem Ernten. Das läuft ja. Mhm. So. Und mir geht's halt bloß drum. Ich hätte halt ganz schön noch zwei Felder. Und dann haben wir erstmal Ruhe. Dann können wir erstmal wieder wirtschaften. Aber lass dir durch den Kopf gehen. Ich hab kurz das Telefon. Mach ich. Jo. Ja, hallo. Ja, Herr Hafer Müller hier. Oh, Herr Müller, hallöchen. Der Herr Schröder hatte uns vorhin angerufen, wegen
Wegen Saatgut. Mineraldünger und ja, Saatgut. Genau, genau, genau. Ich wollte noch mal kurz fragen, wo ihr Silo ist, wo wir das reinkippen sollen. Sie fahren bei uns auf dem Hof. Ja. Fahren Sie gerade über den Hof. Ja. So, dann fahren Sie den Berg runter. Ja. Ja. Dann fahren Sie hinten links, bei dem, wo unsere Außensiloanlage ist, ja? Fahren Sie dort links vorbei. Ja? So, jetzt bin ich hier auf dem Hof. Genau. So, hier ist der kleine Berg, da bin ich ja vorhin schon mal runtergefahren. Genau, und da fahren Sie jetzt links dann, wenn Sie unten sind. Ja. Und dann fahren Sie hinten an der Halle wieder links. Und dann fahren Sie im Prinzip schon gerade drauf zu. Da haben Sie rechter Hand, haben Sie dann so eine kleine Rampe. Und so linke Hand, nordwestlich gesehen, Blickrichtung, haben Sie da solche Hochsilos stehen. Wo auch nochmal eine Rampe hochgeht. Ja. Genau. Ja. Genau. Dort reinkippen. Alles klar, machen wir. Wunderbar. Gut, wegen der Rechnung melden wir uns dann nochmal, gell? Ja, ja, auf jeden Fall. Können Sie machen. Alles klar, gut. Danke. Gut, bis dann, auf Wiederhören. So, Uwe, noch ein Funk? Jo. Wunderbar. So, das mit dem zweiten Drescher würde ich erstmal lassen. Okay. So, weil, ja, hast das Problem selber benannt, wo wir uns nicht zerteilen können. Ländereien kann man nie genug haben und wir kriegen die ja auch bewirtschaftet, finde ich. Wir kommen ja hinterher. Guck mal, der oben ist jetzt gleich fertig mit Ansehen. Ja? So, ich mache den Acker jetzt hier fertig mit Düngen und Bodenbearbeitung. Der ist fertig. Ja, siehst du. So, das bekommen wir ja dann hin. Dann können der Saisonarbeiter doch gleich weiterarbeiten, der jetzt auf der Seemaschine saß. Ne, der jetzt auf der Seemaschine saß, den spanne ich dann hier gleich auf den Dünger ein, dann kann ich nämlich gleich hier mit der Bodenbearbeitung hinterher machen. Ja, richtig, genau. So. Und so kommen wir immer einher. Das sind dann erstmal die letzten zwei Dinger, die wir holen. Dann haben wir erstmal alles bei uns unmittelbar im Umfeld und dann können wir erstmal wirtschaften. Also guck, dass du Geld anbringst. Ja, ja, du musst nur sehen, dass du wackelst. 10 km/h. Ja, 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 ja. Es geht halt nicht schneller bei der anderen, das ist halt so. So, aber Bernd, bist du im Funk, mein Guter? Ja. Wunderbar. Bernd, für dich, kleine Planänderung. Das Gras, bleiben wir dabei, ne? Das kannst du dann erstmal in den Fermenter fahren, ne? Mhm. Und wenn das abgeschlossen ist, dann nimmst du dir bitte dein W50 wieder und fährst dann allerdings keine Silage, sondern lädst dir bitte Hafer aus dem Silo, ja? Und verkaufst das bitte an an die BHG. Weißt du, wo die BHG ist? Nein. Die BHG ist, wenn du beim Händler bist. Wenn du zum Händler fährst, ja? Bei uns im Örtchen hier. Ja. Wo die Tankstelle gegenüber vom Händler ist. Fährst du dorthin und dann fährst du vorm Händler, geht's rechts eine Straße rein. Na? Mhm. Die fährst du rechts rein und dann ist hinten, fährst die Straße weiter und dann kommt hinten links, auf der linken Seite kommt dann eine Schranke und dort fährst du rein. Das ist die BHG. So. Okay. Und da kannst du das Ganze abladen. Weil wir haben 200, ein bisschen was über 200.000 Liter an Hafer drin. Und der Preis ist gerade richtig gut, jetzt im Oktober und November, dass wir sehen, dass wir das Zeug zum guten Preis verkaufen. Mhm. Ja, dass wir da weitergehen. So. So, perfekt, perfekt. Und Uwe? Der Herr Müller hat gerade angeliefert. Ja, super. Der hat gerade angeliefert, sehr das gut. Zeug. Das müsste dann passen. So. Ah, das läuft schon. Das kriegen wir hin. Hey, Harry, ich sag dir eins, das Feld hier ist richtig, richtig gut. Weil da kommt ordentlich Material runter. Kommt gut was runter, ne? Mhm, absolut. Ja, wenn wir, wie gesagt, wenn wir da gut hinterher sind mit Düngen und Kalken und Bodenbearbeitung, da kriegt man das
Da kriegt man ja, da auch viel Zeug runter. Ich würde aber sagen, wir machen auf die 28 diesmal dann auch. Wir hatten ja vorher auch Hafer drauf, ne? Ja. So, ich würde da jetzt ehrlich gesagt mal Raps ansehen hier. Ja. Weil das bringt uns dann auch nochmal gut was. Gerade hier ja. Auf die Fläche gesehen. Denke ich, bringt uns das. Absolut. Was mehr. Ja, vor allem immer das gleiche ansehen ist ja auch nicht gut für den Boden. Ja. Da geht schon ein paar Mal, das schon. Ja, das habe ich in der Schule gelernt. Ja, ist richtig, das ist richtig. Das ist soweit richtig. So, da kann ich nämlich unseren Helfer hier gleich. Aber ich muss sagen, die Saisonarbeiter, ja, die waren von Saison zu Saison, werden die immer besser. Ja, das ist richtig, das stimmt. Kann man nicht meckern. Das stimmt. So, Bernd, wie ist es denn jetzt mittlerweile so? Ich meine, gut, der erste Tag, ne? Wir haben Mittags, stimmt, hat Gold im Mund, kann man so schön sagen, aber wie ist es so für dich? Ist es ein bisschen stressig oder? Nö, gar nicht. Ich fühle mich wohl. Oh, das ist schön. Das ist echt schön zu hören. Ja. Wir sparen. Das hat mich am Anfang auch noch gesagt. Uwe? Ja. Du kannst dich doch weiß Gott nicht beschweren, nachdem wo du immer schnell unterwegs bist, oder? Ja. Müssen wir da jetzt noch irgendwas debattieren? Nein. Okay, gut. Dachte mir, ich frag mal nach. Brauchst ja nicht bedanken, das haben wir ja schon geklärt, ja? Aber kann nun mal nicht immer alles stressfrei sein, ne? Ja. Das weißt du doch. Nicht immer rosig. Genau. Ist immer alles Gold, was glänzt, kann man sagen. So. Aber dieser komische Glas hier, den wir hier haben, ne? Der ist schon echt interessant. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Ich hatte auch mal mit dem Herrn Müller nochmal gesprochen. Die werden demnächst nochmal als mit zwei Vorführern, oder ja gut, Vorführer doch, das trifft es im Kern, werden die nochmal zu uns kommen. Ja. Und zwar einmal den Unimog. Ja. Weil den könnte man auch gut für Feldarbeit nehmen. Dass wir uns den einmal anschauen. Und einmal einen, das ist ein MB-Truck, nennt sich das Ding. Was? Ja, das ist MB-Truck. MB-Truck. Das ist wohl auch ein ganz schönes, tolles Zuchttier. Ja. Und die kriegen wir dann so als Anguckobjekt. Ja gut, schön. Und können mal gucken, schön. was da so gehauen und gestochen ist, sage ich mal. Mit den Geräten. Aber wir müssen halt gucken. Ich sag mal, ich hänge zwar echt an unserem Teddy, ne, aber wenn man da halt ein bisschen, das schwächste Tier. Wenn man da halt ein bisschen vorankommt, ne, ist das ja kein Ding. Deswegen sollten wir uns da echt Gedanken machen. Du, pass auf, ich telefoniere aber mal kurz mit der Gemeinde, weil ich muss den, wie gesagt, ich quatsche mal den Herrn Müller an wegen dem Kredit, ne, ob wir uns da ein bisschen einigen können. Ja. Und wegen dem Feldkauf und der Pacht. Und dann müsst ihr noch was fragen. Ja, aber die 200 müssen wir noch bezahlen, oder? Die müssen wir noch bezahlen, aber die rennen ja nicht weg. Ja, aber dann gib ihm doch 100 und sag, wir brauchen noch einen neuen Kredit. Dann ist er ein bisschen besänftigter. Also, nee, der ist ja besänftigt. Der ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie gostisch ist. So. Ja gut, okay. Ja. Das wäre da mal 100 weg und dann wäre die Bonität gesichert. Ja, bei dem, was wir jetzt mittlerweile auf dem Hof haben und was wir an Ländereien haben, da ist, denke ich mal, genug Bonität vorhanden. Ja, hoffentlich sehen die das auch so. Ja, mit Sicherheit. Gut, ich bin mal telefonieren. Jo, mach das. Gucken, ob ihr einer hört, ja. Sind die schon wieder am Kaffee machen oder was? Kann nicht wahr sein. Müller, bitteschön. Herr Müller, hier ist der Herr Hafer, ich grüße Sie.
Ja, grüß Sie, bitte. Störst du gerade beim Essen, Herr Müller? Nein, warum? Ich. Das klang so. Herr Müller, ja? Ich habe noch mal eine Frage. Ja, fragen Sie. Und zwar, ich interessiere mich für einen Kredit. Ja. So um die 250.000. Für? Feldkauf. Ja, aber bitte bedenken Sie, dass wir aktuell immer noch in der Situation sind. Wir wissen noch nicht, wie das mit den Feldkäufen ist. Also, wie, wenn es auf Ihrer Seite ist, ja? Ja, es ist alles bei mir. Das habe ich mir schon bald gedacht, dass Sie da schon wieder Bauchweh kriegen. Naja, das ist ja ein kleiner Wettkampf hier. Ja, ja? Wollen wir nochmal festhalten. Und, ja, ja, sehr richtig. Die Felder sind ja nach Hektar berechnet. Ja. Und da wäre es jetzt schlecht, wenn Sie, also egal welche Seite jetzt woanders was wegkauft. Aha. Verstehen Sie? Aha. Aber ich dachte, die Grenzen gibt es nicht mehr. Mit der Hektarzahl nicht mehr. Aber ich dachte, die Grenzen gibt es nicht mehr. Die Grenze gibt es nicht mehr, das ist richtig. Sie können dann halt schneller von A nach B fahren, eventuell. Ja. Ja. Da also das ist dann der Vorteil. Da, also ich dürfte mir jetzt nicht hier beim Herrn Bauer in der Region irgendwie ein Feld kaufen oder was? Nee. Ich sage jetzt mal vorsichtig nein. Wird noch, das ist immer noch in Klärung, aber vorerst nicht. Okay. Weil wir die Gleichberechtigung nicht kaputt machen wollen. So, was von der Gleichberechtigung? War ja jemals Gleichberechtigung? Ja, schon immer. Echt? Die ist bei mir noch nicht angekommen. Die ist bei mir. Entschuldigung, Herr Müller, mein Spaß meinerseits. ne, also wie gesagt, es handelt sich um die Flurstücke direkt bei mir. Ja? Also wie gesagt, eins möchte ich direkt gleich kaufen. Und eins... Ja, eins gehört Ihnen schon. Mensch, ein Feld möchte ich mir direkt gleich kaufen. Und eins möchte ich pachten. Da muss ich mich ja beim Pachten muss ich mich ja auch an Sie wenden. Ja. Genau. Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir das aus der Pacht auslösen wollen? Wie verhält sich denn das dann? Also wenn wir das aus der Pacht rauskaufen wollen, wie ist denn das dann, Herr Müller? Ja, das ist eine gute Frage. Weil das strebe ich dann definitiv schon für die Zukunft, Entschuldigung. Ja, das ist bestimmt dann ein Preis. Ja, ja. Naja, ich denke mal der normale Feldpreis dann logischerweise, ja. Wenn wir das dann aus der Pacht rausgeben, ne? Genau. Also wie gesagt, zu 250.000 Kredit würde ich gerne nehmen. Wie verhält sich denn da mit der Laufzeit und allem? Ein Jahr, also das heißt, wenn Sie es heute im Oktober nehmen, wäre dann im Oktober wieder fällig. Ja, wie sieht es da aus mit der Prozente, also mit den Zinsen, die drauf kommen? 5% Zinsen. 5%. Gut, ja. Können Sie mir mal fix, weil ich bin gerade auf dem Schlepper unterwegs. Können Sie mir mal kurz eine Endsumme sagen dann? Einen Augenblick. Ja, danke. Dass wir das dann auch gleich haben. Genau, machen Sie erstmal das. Hat das geklappt, Herr Müller, mit dem Abkippen? Ja, das hat funktioniert. Ich bin auch da schon wieder am Rechnen. Ah, okay. Achso, haben Sie da gleich was oder was? Nee. Nee, so gleich nicht, aber gleich. Okay. Ja gut, gar nicht, Moment. Gar nicht so schlimm. Hier ist es. Wir haben dann 262.500. Ja, ne, das geht doch, 262.500. Aber darf ich noch kurz fragen, um welche Felder es sich handelt? Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich muss ja mit Ihnen abstimmen, dass Sie da auch natürlich das absegnen. Also 262.500. 500, so. 12.500 sind die 5%. Ja, genau. Okay, alles klar. Gut, dass ich mir das auch bloß in mein Hirn reinmarder. So, genau. Also, die Flächen. Und zwar, es handelt sich um Flurstück 4, was ich direkt kaufen möchte. Ja. Und dann handelt es sich um Flurstück 12, was ich gerne pachten möchte. 12. Da bin ich mir nicht sicher. Wieso? Das ist auf meiner Seite, genauso wie die 28.
Flurstück 28, das ist bei mir, und Flurstück 12, das ist auch gleich direkt bei mir unten auf der Seite. Müller, jetzt, also Herr Müller, Herr Müller, passen Sie auf, es ist schon ein Kompromiss. Normalerweise hatte ich vor, die 15 zu kaufen. Ja, davon bin ich abgegangen, weil die 15 genau unmittelbar gegenüber. Oh, das wäre ja gemein, ne? Ja, das sehen Sie mal, ich habe sogar Herz. Herr Müller. Die 12? Also Herr Müller, die 12, die ist unmittelbar bei mir. Herr Hafer. Ja. Geben Sie mir mal 5 Minuten Bedenkzeit. Boah. Das war mir wieder klar. Ja, gut, gebe ich Ihnen. Rufen Sie mich dann wieder an. Ja, ich rufe Sie an. Ich habe dann auch noch was Erfreuliches. Ja, naja. Hoffe mal, das wird doch mit dem Feld ein bisschen erfreulich. Ja, gut, alles klar. Ich melde mich gleich, ja? Ja, alles klar, danke Ihnen. Tschüss. Das ist unglaublich. Jungs. Marie, es regnet. Erstens das, zweitens, ich muss kurz in mich gehen. Ich erkläre euch gleich warum. Okay, alles klar. Ah. Meine lieben YouTuberinos. Feld 12, ja? Feld 12. Hier ist der Osten, ja? Hier ist der Westen. Ah. Seid gespannt, was bei rauskommen wird. Ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren, was uns der Müller mitteilt, ja? In diesem Sinne. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.